Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wollte ich mit dir gern darüber sprechen, ob man den Schmerz einfach wegatmen kann oder auch einfach ausblenden kann, ob das möglich ist. Du hast sicher auch schon mal dieses leichte Ausatmen gemerkt. Wie gut dir das tut. Hast du sicher auch schon mal. Wenn du erleichtert warst, dass irgendwas geschafft worden ist. Dieses Ausatmen, das tut uns allen auch gut. Also das tut dir bestimmt auch gut, das hast du bestimmt auch schon gemerkt. Der Schmerz ist ja im Prinzip ein Warnsignal des Körpers und er will ja, dass du dorthin schaust. Und manchmal habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass der Schmerz dann leichter wegging. Ne, weil da unser Körper-Geist-Seele-Konstrukt im Prinzip gemerkt hat, ah, sie hat drauf aufgepasst, sie weiß, worum es geht. Na, das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass das wirklich funktioniert. Also die Gedanken spielen auch eine große Rolle, Gefühle, die Emotionen und auch der Körper, dass du dich auch liebevoll um deinen Körper kümmerst bei Schmerzen. Der Körper. Unser Körper-Geist-Seele-Konstrukt ist ja ziemlich klug und lässt sich auch nicht ganz leicht austricksen. Wenn du dich also auch nicht um deine inneren Verletzungen, inneren Schmerzen, die dir im Laufe deines Lebens zugefügt wurden, wenn du dich darum nicht kümmerst, werden sie auch zu körperlichen Schmerzen. Ne? Und das ist auch wichtig, dass du dich darum kümmerst, also um dein Inneres, auch jetzt im Moment. In diesem Moment, in diesem Jetzt, wie geht es dir? Wie geht es mir? Musst du dich fragen, wie fühle ich mich? Bin ich traurig? Und wenn ja, warum bin ich traurig? Und die Gefühle und Emotionen darfst du nicht einfach hintergehen oder übergehen. Du musst sie schon hinterfragen. Warum geht es mir jetzt schlecht? Oder warum fühle ich mich jetzt traurig? Was ist da? Also das ist schon wichtig, um auch dauerhaft die Symptome zu mildern, um die Schmerzen zu mildern, musst du dich auch das hinterfragen und darauf die Energie oder die Blickrichtung im Prinzip darauf. Aber den Schmerz kannst du natürlich durch Ablenkungen ausblenden. Zum Teil funktioniert das bei manchen Schmerzen oder je nachdem, wie es dir geht, ob dann noch andere Begleitsymptome, Übelkeit oder Drehschwindel oder welche Symptome du hast. Also es kommt da ganz drauf an. Du kannst es auch durch leichte Tätigkeiten ausblenden. Ich habe hier auch zum Beispiel dieses Bild gemalt in Wellentechnik. Einfach ganz leicht. Das ist für den Körper, für die Hand ist das ja auch gut. Für den Körper. Und es entspannt auch die Seele und den Geist. Man kommt im Prinzip auf andere Gedanken auch. Malen kann bei chronischen Symptomen, bei immer wiederkehrenden Symptomen, die dich beeinträchtigen, die dich nerven und belästigen, heilsam sein. Zum einen ist es eine schöne Ablenkung, ohne dass du zu sehr von deinen Gefühlen abgetrennt wirst. Also Ablenkung ist ja nicht immer gut, weil man soll ja auch den Schmerzen und Symptomen auch mal auf den Grund gehen, welchen Grund sie haben könnten, welche Ursache sie haben könnten und dass damit dann natürlich auch eine Besserung eintreten kann, wenn es von Grund auf vielleicht mal geklärt wird, auch was deine Seele betrifft. Denn viele Symptome und Erkrankungen kommen von der Seele. Aber gerade beim Malen lockert sich da auch vieles in dir, es entspannt dich und so kommst du auch zu neuen Erkenntnissen, beziehungsweise es entspannt dich auch so sehr, dass der Schmerz nachlassen kann, dass die Schmerzen gemildert werden. Es geht nicht um Perfektion, es geht einfach um Freude. Einfach Farbe, Pinsel oder Stifte nehmen und losmalen. Vielleicht hilft dir das auch. Ich bin mir da ziemlich sicher. Und wenn du sagst, ich kann nicht malen, dann sage ich doch, jeder kann malen. Und es ist doch so, die Schönheit oder das
Gefallen eines Bildes auch, wie sagt man, liegt im Auge des Betrachters, sagt man doch auch. Hier geht es aber um Heilungschancen, um Heilungsmöglichkeiten oder um Milderung von Symptomen und Besserung deines Gesundheitszustandes oder Erhaltung deines Gesundheitszustandes oder und Vorbeugung vor Symptomen und generell Verspannungen, die im Körper zu Symptomen führen können. Male deine Emotionen einfach aus. Tupfe oder wähle die Farben aggressiv, was du sonst auch nicht machen würdest. Und tupfe oder streiche oder skizziere, ganz wie du willst. Das kommt ganz impulsiv und male das einfach raus. Lass die Emotionen dabei zu, lass auch Tränen zu, lass es raus. Und wichtig ist aber, finde ich, es ist ja so, in allem Positiven ist etwas Negatives und in allem Negativen ist etwas Positives. Nur unsere Bewertung macht es. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, auch wenn du gerade wieder so eine Wut hast und das rausmalst. Dennoch ist es gut, wie du auf dem Bild siehst, wie ich dunkle Farben gewählt habe und dann auch helle Farben. Und der Mittelpunkt, der ist dann hell. Dadurch kannst du auch Schmerz ausblenden. Durch Ablenkung gelingt das also mit Malerei auch und auch andere Tätigkeiten oder Summen oder Singen. Aber uns ist natürlich nicht immer nach Singen oder nach Summen. Atmen und Gesundheit hat auch viel miteinander zu tun. Durch das gute Atmen werden ja deine Organe gut versorgt mit Sauerstoff. Es heißt auch, die Atmung ist die Fahrkarte der Seele. Und das wirst du sicher auch merken, wenn du aufgeregt bist, atmest du schneller und flacher, hältst auch oft die Luft an. Also das sind alles Körperreaktionen, die aber von den Gefühlen und Emotionen auch herrühren. Also von verschiedensten Gefühlen und Emotionen, die ja von der Seele kommen, äußern sich dann körperlich. Und das ist zum Beispiel auch die flache Atmung und die Verkrampfung und die Verspannung. Und durch bessere Atmung können wir also auch von der körperlichen Seite, von der körperlichen Ausgangsbasis sozusagen, können wir dann auch die seelische beeinflussen und Entspannung herbeiführen und Verkrampfung und Verspannung damit lösen. Und das ist ja eigentlich das Ziel, wieder in einen ruhigen, ausgeglichenen Zustand zu kommen, der uns dann auch wieder Kraft und Energie gibt und wir zu neuen Leistungen fähig sind und übermäßige Leistung, also jetzt nicht an die immer höher, immer schneller, immer weiter Leistungen anzuknüpfen. Davon müssen wir eh wegkommen. Durch Lachen und auch durch Singen oder Summen wird die Atmung automatisch positiv beeinflusst. Beim Singen musst du automatisch Luft holen und gut atmen zwischen den einzelnen Songtext teilen. Und das ist das Gute. Und deswegen, jeder kann singen oder summen. Und es kommt auch nicht auf die exakten Töne immer an. Also es ist wichtig, Freude zu haben. Das ist das Wichtigste dabei. Die Freude muss überwiegen. Aber das ist so gesund und ohne Nebenwirkungen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das machen. Beim Singen werden ja auch noch die Gesichtsmuskeln entspannt. Lachen und Singen bedeutet auch Freude. Das bedeutet ja Lebensfreude. Und das ist ja dann wieder auf die Gefühle und Emotionen im Prinzip eine Wechselwirkung. Ne? Von der Atmung auf die Gefühle und die Gefühle durch die neue oder wiedergewonnene Lebensfreude. Das ist dann die Wirkung wieder auf die Atmung. Also es ist eine gute Sache mit mehreren positiven Effekten. Ich bin auf die Idee gekommen mit dem Schmerz wegatmen, denn wenn wir, also die Frauen, die schon Kinder bekommen haben, wissen das ja noch von der Geburt, dass mit der Atemtechnik zum Teil auch die Wehen weggeatmet werden oder erleichtert werden. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen mit dem Schmerz wegatmen. Und ich habe das auch bei leichteren Schmerzen schon gemerkt. Und auch bei stärkeren Schmerzen kann man es natürlich verwenden, weil es ist immer eine Entkrampfung und Entspannung dieser meisten sind ja
wenn es jetzt Spannungskopfschmerzen sind oder Spannungsnackenschmerzen, das beruht ja alles auf Spannung und Verkrampfung in diesem Bereich, ne? Oder die Kiefermuskulatur. Und da merkst du es auch, wenn das so eine Entkrampfung bewirkt. Dieses einfach wegatmen, weg. Vor allem tief einatmen und dann dieses tiefe Ausatmen und fallen lassen. Das ist wie ein Fallen lassen. Und das wirkt auch bei stärkeren Schmerzen und Symptomen, auch bei Fibromyalgie. Ich habe es auch bei allen Gelenkschmerzen, bei allen anderen Schmerzen auch schon angewandt. Und das wirkt ganz gut. Das hilft mir ganz gut. Vielleicht hilft es dir auch. Vielleicht ist das ein guter Tipp für dich. Einfach. Und das ist ein bisschen eigenartig, ne? Dieses, wenn man das so mal übt, dann muss man auch schmunzeln oder lachen. Und da entkrampft sich auch schon die Kaumuskulatur. Das ist die stärkste Muskulatur in unserem Körper. Und das merkst du ja schon auch, ja, was für Kräfte man zum Beißen auch braucht, ne? Zum Zerbeißen von Nahrung. Jedenfalls die Lockerung im Nackenbereich, auch durch sanftes Schulterkreisen und auch durch dieses Atmen. Das tut gut. Das tut gut. Und zum Teil blendet es den Schmerz auch aus. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis, ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.